ist das versprochene Video. In unserer Facebook-Gruppe haben wir darüber gesprochen und deswegen will ich euch mal ein kleines Video dazu machen. Und zwar habe ich hier ganz, ganz klasse einen Nagel, der ja weit rausgewachsen war. Gleichzeitig hatte ich da noch Glitter eingearbeitet. Da habe ich ein bisschen was von stehen lassen, damit man das sehen kann, wie gut das auch alles deckt. Und will euch heute mal zeigen, wie man so einen Farbboomer macht mit ja, einem Farbgel und unserem Polyacrylsystem. Ich nehme dazu, ja, ich glaube, ich werde das Nude-Cover nehmen. Und ja, wir legen einfach mal los. Als erstes trage ich wie immer das Flowerbond auf. In dem Fall das Flowerbond Ultra, das ist aber noch in der Entwicklung. Ich nehme dann heute mal das Baby Blue, nehme mir davon ruhig eine Portion auf, habe hier unseren Full Cover Pinsel, den kann man zur Modellage und für Full Cover nehmen, packe dann das Farbgel auf die Spitze. Und jetzt wird es interessant. Lasse oben so einen kleinen Bubbel stehen. Verteile es dann ordentlich zu den Seiten hin. Ich muss jetzt ein bisschen gucken, weil ich natürlich auch im Bild bleiben möchte. Und werde dann überschüssige Farbe an der Zillette ausstreichen und ein bisschen die Farbe nach unten hin verblenden. Könnt ihr jetzt hier schon sehen, ne? Es wird so ein bisschen ausgeblendet. Das muss nicht ordentlich sein, denn ihr modelliert ja danach noch drüber. So, nach oben hin nochmal abgleichen und dann aufpassen, dass das hier nicht zu dick ist. Und dann gehe ich unter die Lampe. Wenn ihr euch zum Beispiel nicht ganz so sicher seid, dass ihr zum Beispiel sagt, ist der Bubbel jetzt hoch genug, nehmt nicht zu viel Farbgel. Ich habe jetzt eben auch noch ein bisschen was weggestriffen, das sieht man auch von der oberen Spitze, weil sonst härtet das nicht durch so stark, wie die pigmentiert sind. Man kann entweder, wenn der Bubbel dick genug ist, das müsst ihr ein bisschen üben, das seht ihr dann irgendwann automatisch, kann man entweder jetzt schon anfangen mit der Modellage mit dem Polyacrylgel oder es gibt aber auch einen kleinen Tipp, um den Bubbel oben noch so ein minimales bisschen zu verstärken. Das zeige ich euch jetzt. Das kann man nämlich mit einer ganz dünnen Schicht Aufbaugel machen, aber das zeige ich euch jetzt gleich mal. So, ich nehme mir jetzt ein kleines bisschen Gel vom Clear Diamond LH auf und setze das hier hin und verstärke hier oben ein kleines bisschen den Bubbel. Wie gesagt, das muss nicht sein, aber das könnt ihr machen, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Und möchtet, dass das nachher schön homogen ineinander übergeht. Dazu nehme ich jetzt gerade den 8er Full Cover und Modellage Pinsel, streiche das auch minimal aus und dann habe ich hier so einen kleinen Bubbel und damit gehe ich jetzt unter die Lampe. So, das ist eine Sache von ein paar Sekunden und ihr könnt jetzt, glaube ich, hier schon ganz gut sehen, was ich meine. Ihr habt jetzt hier vorne eine Erhöhung, die wird gleich wichtig sein, weil ihr ja am Schluss natürlich auch das Farbgel sehen möchtet an der Spitze richtig gut. Der Rest soll ja ein Verlauf werden und deswegen müssen wir so eine kleine wie Art Sprungschanze entwickeln. So, ich nehme mir jetzt das Cover Nude
und platziere das auf dem Nagel. Das wird wie immer wahrscheinlich etwas zu viel sein, sehe ich schon. Aber das macht nichts. Man kann einen Überschuss auf zum Beispiel ein Stück Schablone ablegen und dann für den nächsten Nagel benutzen. Also von daher, wenn man sich da mal vertut, ist das kein Drama. Ich werde jetzt hiervon gleich ein Stück abnehmen und mir genauso zur Seite packen. Tja, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren, weil mein Pinsel eben, der war noch mit, den ich eigentlich verwenden wollte, der war noch mit Pigment voll, mit Glitterpigment. Dadurch wirkte das Nude-Cover auf einmal wie Glamour-Cover, was es aber eigentlich gar nicht ist. Es ist ja eine reine Farbe. Jetzt versuche ich das mit meinem 8er Full-Cover-Pinsel. Ihr seht, man muss halt manchmal so ein bisschen improvisieren. Lege mir das zu. Dem Nagelbeil hin schon so, dass wir nachher so wenig wie möglich feilen müssen. Und nach oben, wie beim Babyboomer auch, streichen wir es im Verlauf aus. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch Cleaner nachnehmen. Legt euch immer am besten auch eine Zillette hin, damit ihr den überschüssigen abtupfen könnt. Also wie gesagt, ihr seht das jetzt, es ist unter wirklich erschwerten Bedingungen mit einem Full-Cover-Pinsel, was man eigentlich gar nicht für die Modellage sonst nimmt. Aber hey, warum einfach, wenn es auch schwer geht? Und jetzt kann man schön sehen, warum wir vorhin diesen Bobble gemacht haben, damit man natürlich oben quasi eine schöne helle blaue Spitze behält. Das Tolle ist, dass man mit dem Polyacrylgel wahnsinnig viel Zeit hat. Also wenn ihr an euch selber arbeitet, wie ich jetzt, wo man ja immer doch auch etwas langsamer ist und nochmal genau gucken muss, kann man zwischendrin halt immer nochmal schauen. So, ich härte jetzt zwischen aus und mache dann nochmal den Aufbau. So, bei 36 Grad heute draußen. Läuft selbst das Polyacryl ein bisschen, aber ihr seht ja hier selber gerade fast gar nicht. Das ist echt der Hammer. Und hier drin ist es heute echt warm. Achtet darauf, dass ihr immer nicht zu viel Cleaner nehmt. Ganz, ganz wichtig. Ich nehme doch wieder meinen Full-Cover-Pinsel, das ist unfassbar. Mit dem kann man sogar Hybriden modellieren, weil diese ganz kleinen, kurzen Pinselenden, die sind mir zu. Zu hart dann in der Verarbeitung. Ich möchte das ja schon alles ein bisschen glätten. Und deshalb ziehen wir jetzt quasi den Aufbau nach hoch. Hier oben nehmen wir schon mal was weg. Alles, was wir wegnehmen, brauchen wir nachher nicht feilen. Ich hoffe, dass ich jetzt überall war. Ich werde natürlich gleich nochmal von der Seite gucken. Und
Hier können wir noch mal. Ich schaue natürlich jetzt gleich noch mal von der Seite, aber grundsätzlich ist der Rohbau jetzt erledigt und wir brauchen dann nur noch Fackeln. So, bisschen schärfen, ne? So, jetzt kann man das schon herrlich sehen, ne? Ich bin ein bisschen mit Cleaner eben mal drüber gegangen. Man kann quasi den Boomer natürlich so gestalten, wie man möchte. Ihr könnt die Farbe auch weiter runter sichtbar halten, ne? Also je nachdem, wie ihr es haben wollt, desto breiter macht ihr den Bubbel. Ich mag das immer gerne, wenn das nur so an der Spitze am Schluss rausschimmert. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Das muss jeder selber entscheiden. Und hier so seitlich mag ich das ganz gerne, wenn man das dann noch so ein bisschen schimmern sieht, ne? Ich werde das Ganze jetzt versiegeln und ja. Dann komme ich noch mal kurz mit dem Endergebnis wieder, aber ich denke, es ist jetzt klar geworden, wie einfach das geht. So, hier ist jetzt das fertige Ergebnis, ein Boomer, wie ich ihn am liebsten mag, nämlich mit einem weichen Verlauf vom Camouflage hin in die Farbe. Aber auch das muss jeder selber entscheiden. Bei vielen sieht das immer sehr streifig aus. Wenn man das mag, dann kann man das natürlich auch so machen. Ich mag es gerne, wenn es sich wirklich verblendet und zwar richtig fließend ineinander übergeht. Dann macht man es so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich werde mir jetzt natürlich noch Nagelöl auf die Nagelhaut packen und dann ist das Ganze fertig. Ich mache dann auch noch ein Bildchen. Ja, und ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Video.